Was meinst du, ist der größte Unterschied zu Europa? Die Leute sind besser mechanically und sind schlechter auf Makroebene. Und sie haben eine schlechtere Mentalität. Das bei weitem. Ja, aber der letzte Aspekt ist der größte Aspekt. Es wird auch ein Teil dessen sein, warum weniger Makro zustande kommt, weil Leute einfach A, kein Fick geben und B, die Games nicht lang genug sind, damit sie Makro zeigen können. Fast. Freddy, hallo! Einmal gegen Freddy in der Lobby jetzt mit ihm. Let's see what we can do. Er fängt schon in der Lobby mit den Motivationsgesprächen an. Interesting. Du willst hier so einen Lee Sin fühlen. Ja, Talon ist auch super. Talon ist auch klasse. Guter Yumi-Träger. Wir brauchen einen guten Yumi-Träger. Ist das ein Blobmann-Game, Twitch-Chat? Ist actually ein Zac-Game. Ist actually ein Zac-Game, I think. Ist auch nicht gut gegen deren Botlane, oder? I mean, ist das okay gegen Ezreal? Das ist nicht so gut gegen Nautilus, das Jahr. Aber wir verlieren Early Game gegen Irea, so wie gegen jeden Boozer und dann auf dem Bounce spielen wir, auf Level 6 spielen wir, aber vor allem auf dem ersten Bounce. Hey, Freddy spielt jetzt sogar gegen Armor Rune so, oder? Nee, die hat actually Magic Resist, what the fuck? Wo wussten die, dass es nicht? Es wird auch viel natürlicher, dass Talon mit ist, Rumble Top. Die Gegner sind so fucking smart, haben beide MR. So Trade ist by the way nicht bad, solange sie pusht. Aber wir spielen eh auf dem Bounce, ist immer das gleiche gegen Irea. Viel Spaß, Talon. Kommt einfach ein Skate, schafft irgendein Spell. Danke. Das ist super, schon vom Turm traden können. Wir da ihm basically den Free-Kill auf den Silbertablett hinlegen können. Er freut sich, ich freue mich, beide freuen uns. Es machen so viele Leute diesen Fehler, gegen Sekte zu fighten auf dem Bounce, weil ich einfach so gut spielen kann auf dem Bounce. Hätte ich schon denken sollen. Außerdem nicht bad, aber es ist nicht wirklich seine Zeit, weil ich einfach wie konnte gehen. Und dann ist eigentlich schon ganz nice für mich. Ja, Irea sollte die BFH pushen, sobald ich weg bin, of course. Ja, bin ich actually dead? Denn ja, habe ich gerade gegrieft. Nice. But sometimes the Blobman is a greedy boy. Naja, wir sollten es einfach so rücken. Eigentlich hat kein Counterplay, sie hat kein Flash, sie ist tot. Es ist over, Irea. Alrighty, und jetzt lasst uns die Magie bewundern. Am Junge! Der Solo-Blobby? Oh, shit. Honestly, können mich diven mit Graves. Ich hab Passive zwar ab, aber... im Herald. Alrighty. Man, die Lulu hat immerhin... Was? Das war komplett blind, das sollte er schaffen, oder? Alles wird gekillt? Er ist nice, er hat den mal gekillt. Alles Weltskittet, aber ich konnte nicht meine Blobs einsammeln gehen, war so close. Ja, lohnt sich nicht Turm zu hitten mit actually ein Plate. Das erste Plate lohnt sich maybe, so squishy. Aber kann Yumi einfach Ort attacken? RIP, Mr. Freddy. Need to get the fuck out. Können wir immer noch... Ich dachte ja, ich habe die ganze Zeit nicht passive, aber es ist actually einfach Yumi in mir drin. I guess sie hat Blade. Dann bei einer Pentakill. Just 04 Irelia Things. Und ein Flash, gell? Flash auf den Boden aufgehoben. Just 05 Irelia popping off as usual. Irelia hat ihn gesolo-killed. Die 05 Irelia.
einen Double Kick gemacht, ja. Aber come on, guys! Wie könnt ihr von 0 für Berea gedoublekillt werden? No. Was ist mein drittes Item? Es ist nicht Demonic. Es ist auch nicht Force of Nature. Ist es Sonias? No, Freddy. Come on! Ja, ich komme nicht auf den drauf. Der will von mir weg jetzt einfach, oder? Weil wir 700 Gold für Tardon und mein Team ist gestorben. Fuck. Kann ich alles sidesteppen, aber die sind um, ich sollte es überleben, oder? Der hat noch einen eigenen Flash. Ich bin so OP. Ich bin actually bro. Yumi. LOL. Erste 1v9. Can this guy be stopped, or what? Woohoo! Wowie! Also, die haben mich so lange gechased, ich bin einfach mit denen rumgelaufen, Leute. Der Blockmann gegen Iria. European Classic. Brought to you by Tolkien, Leute. Ey, wie geil ist Hack, Leute? Einer der coolsten Champions, die es jemals gegeben hat, honestly. Und ich möchte mit rauf ulten, I think. Also rauf ehen. Ah, mein Q ist ausgelaufen, bevor ich so rankam, leider. Nein! Hey, mein Champion ist so cool. Cool, wir haben jetzt Double Init bekommen. Durch Sonne ist in Base. Wenn ich will, aber ich kann auch Demonic in Base erstmal gehen, wenn ich Stopwatch lange halten kann. Allein der Sound macht einen glücklich, oder? Während Sekt davon gleitet. Eigentlich soll ich noch ein Magic Resist Item kaufen, da, oder? Ich kann was noch erst finishen, fuck it. Jetzt geht es nicht Demonic in Base Shenanigans. Können wir später machen. Als letztes Item, maybe. War es gut, Stopwatch zu halten und eine neue kaufen zu können, quasi in Sonja, aber whatever. Ist okay. Den Ward nicht ausdenken darf. Schade. Hier habe ich ihn nach Q gesweept, natürlich. Dann ist mal seine Ult. Hitte mich doch, Ezreal, hitte mich doch. Like, why are you hitting me? Oh, geil. 3-0-17, europäischer Blockmann, erneut gegen Irelia. You just can't go down. Ich war zweimal in Passive und ich bin wieder full HP. Und das ist eine GG. Wie Damage du getankt hast? Ey, ich bin halt ein Tank, ne? Ich bin mobiler DPS langfristiger. Also ich habe halt DPS langfristiger, aber ich bin primär natürlich ein Tank.
Not bad. Und damit stehen wir heute 11-2. Wir könnten noch 12-1 stehen. Aber wow, bad things happened in that Gnar game. Oh man. Cool. Das war aber der härteste Win heute. Wir hatten wirklich viele Free Wins. Sind wir mal ehrlich. Das Game war, mussten wir mehr kämpfen. Mussten wir Mid-Game mehr machen. Und dann im Late-Game einfach Tal und Yumi gespielt. Oder halt im Mid-Late-Game. Immer wieder illegal, wie viel Irea macht, obwohl sie so behind ist. Aber ja, auch ein bisschen in sie reingespielt, let's say. Ja, cool, ne? Zack, top. Als Counter zu Irea kriege ich ja ganz gerne. Wahoo! Macht mich einfach sehr glücklich.